Wir arbeiten da oder wohnen da, wo andere Urlaub machen. Das Mont Davon ist wirklich eine Tourismusregion. Wir haben einen sehr starken Wintertourismus und einen sehr starken Sommertourismus. Ich bin der Thomas, bin Landwirt und bewirtschafte einen Bergbauernhof im Mont Davon auf ca. 1100 Meter Seehöhe. Die Arbeit, die wir als Landwirte da leisten im Berggebiet, ist zum einen Teil einmal sehr viel Landschaftspflege. Aber die Hauptaufgabe eigentlich für uns ist und sollte sein die Lebensmittelproduktion. Und so haben wir eigentlich vor ein paar Jahren angefangen, wirklich die Milch selber zu veredeln. Wir produzieren da pasteurisierte Milch, Joghurt, verschiedene Käsesorten und unter anderem auch der Montafoner Sauerkäse, das eigentlich unser Hauptprodukt ist und mit dem wir eigentlich auch gestartet haben am Betrieb. Also wir sind jetzt seit kurzem meine Frau und ich. Und unsere kleine Tochter, die 1,5 Jahre alt ist. Wir bewirtschaften den Betrieb eigentlich gemeinsam. Ich hauptsächlich in der Landwirtschaft, in der Käsereiproduktion bin eigentlich ich hauptverantwortlich. Und was den Vermarktung anbelangt, Ausliefern, die ganzen Sachen, ist dann eigentlich meine Frau Theresa zuständig für das. Sauerkäse gibt es eigentlich seit dem 12. Jahrhundert. Damals, wo der Sauerkäse eigentlich auf den Alpen überall produziert wurde, es sind ja 12 oder 13 Montafoner Alpen, die im Montafon Sauerkäse produziert haben und jetzt immer noch produzieren. Und die haben den Käse zeitlang gar nicht mehr gut weggebracht. Man hat den damals den Verein gegründet, bewusst Montafon, wo der Papa von mir Obmann ist. Und hat dann eigentlich versucht, mit anderen Kollegen zusammen einfach die Landwirte zu motivieren, das Produkt selber an die Kunden zu bringen. Und man hat es eigentlich wirklich geschafft, dass der Sauerkäse jetzt in vielen Gastronomiebetrieben im Montafon wieder auf der Karte ist. Und dass die Alpen das heute wirklich immer noch so produzieren, wie man es damals produziert. Jeder Käse hat seine eigene Kultur, die er nimmt. Das ist dann auch so ein bisschen das Geheimrezept. Was das genau für Kulturen sind, verrät er niemand. Ich auch nicht. Wir sind 4 Generationen am Betrieb und der Opa von mir hat den Betrieb eigentlich in den 50er Jahren übernommen und da eigentlich mit ganz wenig angefangen. Oder? Der hat angefangen von Hand melken, jetzt steht der Melkroboter im Stall. Oder? Die Kuh kann im Prinzip selber entscheiden, wann sie gemolken werden will. Also ich finde es extrem wichtig, dass man Traditionen beibehält. Also wenn man Tradition und Innovation eigentlich zusammenfassen, das kann auch ein kleiner Familienbetrieb gut aufgestellt sein, modern sein, doch traditionell aber auch ein bisschen wirtschaftlich.